Hallo liebe Menschen, das ist der Triaterra Videoblog. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, um Terra Preta Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde. Und heute ein spannendes Thema, ein für mich sehr spannendes Thema, Gülle. Gülle und Mist, aber vor allen Dingen Gülle, Schweinegülle, Rindergülle. Ja, das stinkende Zeug, was die Bauern immer auf den Acker fahren, wo es einige Menschen gibt, die sagen, das soll man doch am besten wegschmeißen. Andere sagen, das ist ein guter Dünger. Was ist denn da nun richtig? Und ich habe schon gemerkt, als ich mir das mal überlegt habe, was ich da heute zu sagen will, ein Riesenthema. Ein Thema, wo ich eigentlich eine ganze Vortragsserie von einstündigen Videos zu machen könnte. Ich werde es heute versuchen, ganz kurz zu halten. Und die Probleme und die interessanten Sachen der Gülle darzustellen. Gülle hat zu tun mit Mikrobiologie, deswegen finde ich es spannend. Es hat zu tun mit Mikrobiologie, ganz, ganz viel mit Mikrobiologie. Es hat zu tun mit Kreislaufwirtschaft, es hat zu tun mit Bodenfruchtbarkeit, es hat zu tun mit Tiergesundheit. Das Schöne daran ist, Gülle ist nicht nur ein Problem. Gülle ist ein Wertstoff, ein Rohstoff, Dünger eben, und Gülle ist... Es gibt Lösungen. Es gibt richtig gute und viele, nicht nur wenige, aber eine steht hier zum Beispiel, der Graviton Jet. Aber es gibt richtig viele und gute Lösungen für Gülle. Eine andere ist die Anwendung von effektiven Mikroorganismen zum Beispiel. Warum benutzen die Landwirte Gülle? Oder warum bauen sie Ställe, in denen Gülle anfällt? Das ist ja relativ neu. Ich sag mal, bis 50er, 60er, 70er Jahre war das eigentlich unbekannt. Die Gülle ist eher eine neue Erfindung, eine arbeitssparende Erfindung im Stall. Früher gab es Mist, da hat man ganz viel Stroh gehabt und hat eben regelmäßig große Mengen Stroh in den Stall gebracht. Der Stroh hat den Urin und die Fäkalien der Tiere aufgesaugt und dann hatte man Mist. Und Mist ist eigentlich eine schöne Sache, weil es ist dieser klassische, wenn man es richtig macht, da mache ich auch nochmal ein Video zu, Stapelmist. Stapelmist nach dem Motto, halt ihn feucht und tritt ihn feste, dann gelingt der Mist aufs Beste. Stapelmist kann man wirklich gut biologisch fermentieren. Das ist nicht faul, das ist nicht stinkt und das geht vor allen Dingen deswegen gut, weil da, wenn die Tiere gesund sind und gut gefüttert sind, dass eine gute Mikrobiologie hat und genug Stroh drin ist, genug holziges Material, genug Kohlenstoff, C. Man spricht bei Kohlenstoff, bei Kompost und auch bei Gülle und bei Mist spricht man ja gerne vom C-N-Verhältnis, vom Verhältnis Stickstoff zu Kohlenstoff. Stickstoff ist immer das, was stinkt, ne? Ammoniak, Hühnermist, Urin, deswegen stinkt das, weil Ammoniak frei wird, das ist immer N, das ist Stickstoff. Ganz wichtiger Pflanzendünger auch, aber wenn der eben zu konzentriert ist, dann verbrennt er die Pflanzen sogar, wie Urin ja auch die Pflanzen verbrennen kann. Und der Stickstoff, also der Ammoniak vor allen Dingen, geht verloren über die Luft und führt zu Fäulnisprozessen. Also es entwickeln sich unter großen oder über zu großen Mengen an Stickstoff, an Ammoniak entwickeln sich auch eher Fäulnisprozesse. So. Deswegen achtet man gerne beim Kompost auf ein ausgeglichenes Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis. Also nicht nur reiner Hühnermist, ganz schwer zu kompostieren, sondern eben mit genug Stroh dabei. Holzkohle hilft dabei, Gesteinsmehl hilft dabei, aber eben genug Stroh, genug holziges Material. Alles, was eben so schwer kompostierbar ist, Stroh, Laub, Strauchschnitt, holziges Material, das ist alles sehr kohlenstoffhaltig und hat so gut wie keinen Stickstoff. Wenn man da die richtige Mischung findet, eben Stroh und Fäkalien der Tiere, kann eine ideale Mischung sein, hat man ausgeglichenes CN-Verhältnis. Hat man nicht bei der Gülle. Gülle hat kein ausgeglichenes CN-Verhältnis. Gülle hat ein katastrophales CN-Verhältnis. Ganz viel Stickstoff, man bringt ja kaum noch Stroh in den Stall. Wenig Stroh, wenig Feststoffe, ganz viel Stickstoff. Das heißt, wir haben hier viel zu viel Stickstoff, viel zu wenig Kohlenstoff und der Stickstoff will sich eigentlich an den Kohlenstoff, also an den Strohpartikeln und so weiter, an die Kohlenstoffpartikel binden, an dieses organische Material in der, im Mist, in der Gülle, aber es ist nicht genug da.
Das heißt, es geht in Lösung, es wird frei, man kriegt Ammoniak, man ist gast aus, es stinkt. Und wenn die Mikrobiologie erstmal kaputt ist mit dem vielen Ammoniak, dann kommt es eben auch zu richtigen Fäulnisprozessen und dann stinkt es richtig nicht nur nach Ammoniak, sondern auch nach Schwefelwasserstoff. Das ist dieser aggressive Schwefelwasserstoffgeruch. Faule Eier, Schweinegülle. Ja, okay. Das ist das grundlegende Problem mit Gülle. Gülle fault gerne. Und Gülle fault gerne, weil es zu wenig Stroh, trockene, holzige Materialien, zu wenig kohlenstoffreiche Materialien hat und viel zu viel Stickstoff. Und besonders schlimm ist die Schweinegülle, weil Schweine ja relativ stickstoffreiches Futter kriegen, ganz viel Soja und Getreide und so. Und dementsprechend auch ganz ähnlich wie der Mensch. Der Schwein hat ja ein ähnliches Verdauungssystem wie der Mensch. Und anders als die Kuh. Und hat relativ stickstoffreichen und stinkende Fäkalien. Wenn man die Schweine in der Natur bzw. Im Freiland hält, dann werden die Schweine niemals da koten, wo sie schlafen oder wo sie sich hinlegen oder in ihrem Stall oder so, sondern das immer trennen. Dann sind sie eigentlich sehr saubere Tiere. Im Stall zwingen wir sie dazu, da zu koten, wo sie auch leben. Ja, okay. Gülle. Schweinegülle ist also besonders stickstoffreich man kann den Kohlenstoff, also man kann die Menge an organischem Material da schon abschätzen in der Gülle. Bei der Schweinegülle haben wir 7% sogenannte Trockensubstanz, also 93% Wasser bzw. gelöste Nährstoffe, Stickstoff, Ammoniak und so weiter. 93%, 7% Trockensubstanz, also das ist eben eine Gülle. Oder es gibt Rindergülle, die hat ein bisschen mehr Trockensubstanz, weil die Rinder eben Silage fressen, auch mal Stroh fressen, Heu fressen. Weil ein bisschen mehr Stroh in der Einstreu verwendet wird, vielleicht auch bei den Rindern. Aber allein aufgrund des Futters der Rinder, die eben nicht nur Kraftfutter fressen, nur Körner und Soja, sondern auch ganz viel Silage und Raufutter kriegen, hat man ungefähr 10% Trockensubstanz, also hat deutlich höheren Trockensubstanzanteil und einen geringeren Stickstoffanteil. 3 bis 5 Kilogramm Stickstoff, 3 bis 5 Kilogramm N, das ist so eine Düngegröße, 3 bis 5 Kilogramm N pro Kubikmeter Stickstoff haben wir in der Rindergülle und 4 bis 7 Kilogramm N haben wir in der Schweinegülle. Also wir haben deutlich mehr Stickstoff in der Schweinegülle als in der Rindergülle. Obwohl es weniger Trockensubstanz hat, hat es mehr Stickstoff, weil das Schwein eben mehr stickstoffreiche Sachen ist. Deswegen stinken Schweineställe und Schweinegülle, wenn es nicht behandelt wird, wenn man da nichts macht, kilometerweise gegen den Wind. Und Rinderställe riechen deutlich, also je nachdem, was man da macht, aber deutlich weniger gefährlich, dass die jetzt so extrem riechen. Okay, warum ich darauf gekommen bin oder warum das Thema jetzt auch mal wieder auf den Tisch kommt, ist, dass der Martin Weitzel mich darauf hingewiesen hat, der Journalist Martin Weitzel, der eine Petition, also der sich darum gekümmert hat, dieses Thema in die Düngemittelverordnung zu bringen. Es gibt eine neue Düngemittelverordnung, die, glaube ich, jetzt 2018 greift irgendwie und die bestimmt, dass Gülle nicht mehr einfach so ausgebracht werden darf, durch Versprühen sozusagen, durch Tellern oder Sprühschläuche, sondern es muss bodennah ausgebracht werden und entweder gleich eine Bodenbearbeitung gemacht werden oder auch injiziert werden in den Boden. So dass, wenn man vorbeifährt an so einem Gülleausbringung, das nicht mehr bestialisch stinkt, sondern nur noch ein bisschen stinkt, weil es eben gleich in den Boden kommt. Okay, damit haben wir die größte Geruchsbelästigung vielleicht beseitigt und haben nicht ganz so viel Stickstoff verloren, aber für die Bodenfruchtbarkeit ist das eine Katastrophe, weil Gülle relativ aggressiver Stoff ist, weil er gern zu Fäulnis neigt, haben wir ja schon gesagt, weil er viel Ammoniak hat. Er verbrennt die Pflanzen, er verbrennt das Bodenleben und Gülle verbrennt die Pflanzen, verbrennt das Bodenleben, wenn es eben konzentriert ausgebracht wird, nicht behandelt ausgebracht wird. Und man
holt sich, wenn man das dann nicht an die Bodenoberfläche bringt, wo es dann mit Sauerstoff wenigstens reagieren kann und die schlimmsten Fäulnisstoffe sich abbauen können. Das ist ja das, was passiert, wenn man Gülle einfach so versprüht, vertellert. Dann kommt wenigstens Sauerstoff ran, Luft ran. Und dann können sich die schlimmsten Fäulnisstoffe und die schlimmsten Fäulnisbakterien da nicht mehr halten. Die werden dann abgebaut, oxidiert, mit Luft umgesetzt. Wenn das in den Boden injiziert wird, dann haben wir wenig Luft bis keine Luft. Wir haben dann weniger Stickstoffverluste, aber die ganzen Fäulnisstoffe, die aggressiven Schwefelverbindungen, die Fäulnismikroorganismen, die in der Gülle drin sind, weil das Ding gerne in die Fäulnis kippt, in die Clostridien, die Salmonellen, die, also richtig giftige Fäulniskeime, die auch Epidemien bei Mensch und Tier hervorrufen können, die werden jetzt schön geschützt in den Boden eingeschlitzt und können die Bodenmikrobiologie dominant übernehmen. Also für den Boden sozusagen viel schlimmer als eine Tellerung, als in der Luft zu verteilen. Für den Menschen, der daneben läuft, beziehungsweise die Dörfer und Städte in der Umgegend, auf den ersten Blick besser, dass es injiziert wird in den Boden, weil es entsprechend weniger riecht und wir wahrscheinlich weniger von diesen Schadkeimen, die ja auch in die Luft gehen, wenn das die Gülle abtrocknet, einatmen. Aber dafür haben wir einen komplett verseuchten Boden. Und das kann man auch relativ leicht feststellen durch Bodenbeprobung. Und zwar nicht irgendwie gleich ins Labor schleppen und 200 Euro bezahlen. Einfach mal einen Spaten nehmen, Wiese oder Acker, Spaten aufnehmen, mal mit der Hand gucken, wie ist die Krümelstruktur und riechen. Wie riecht der? Ideal sollte ein Boden wie ein fruchtiger Waldboden riechen, also fruchtig Humus, ne? Das ist ja auch das, was wie EM riecht, so ungefähr. Ne? Das ist eigentlich so ein idealer, so ein angenehmer, ne? Wo man sagt, Mensch, da möchte man reinbeißen. Heutige Ackerböden, weil so wenig organische Substanz drin ist, oftmals nahezu geruchlos. Okay. Wenig Humus, wenig Aktivität, na gut, da riecht dann wenig. Aber ganz oft haben wir das Problem, wir nehmen diesen Boden in die Hand und der stinkt heutzutage. Wir haben ganz oft, wenn eben viel mit Gülle gearbeitet wird, eine Überlastung der Böden mit Fäulnisstoffen. Da kommt zu, der ist nicht in der Lage, die abzubauen, umzubauen. Und der Boden stinkt, wenn man den in die Hand nimmt. Und in so einen Boden möchte natürlich auch eine Pflanze nicht so gerne ihre Wurzeln stecken. Zwar braucht sie diese Nährstoffe, aber die Fäulnisstoffe verbrennen und schädigen auch die Wurzeln der Pflanzen. Und dementsprechend macht sie weniger Feinwurzeln und man hat weniger Nährstoffausnutzung und weniger gesunde Pflanzen. Das ist definitiv auch ein Thema. Und natürlich Pflanzen, die auf so einem Boden voll mit Fäulnisstoffen aufwachsen. Wir wissen schon, dass Schnecken gerne solche Pflanzen fressen, die eher mehr Fäulnisstoffe drin haben, mehr Ammonium gedüngt sind. Aber auch nicht nur das, sondern auch andere Pflanzenkrankheiten, Schädlinge werden dadurch vermehrt. Und nicht nur das, das lagert sich natürlich auch in den Produkten ab, in dem Getreide, in dem Raps oder Mais, der dann entsprechend, oder eben das Grünland, das Gras, was darauf wächst, das ist dann auch in diesen Pflanzen drin, diese Fäulnisstoffe. Und die Mikroorganismen sitzen natürlich die Fäulnismikroorganismen dann auch auf den Pflanzen drauf. Und dann wird zum Beispiel die Silagequalität schlechter, die fault eher, die wird eher Giftstoff entwickeln. Und wenn man das eben füttert, dann ist die Gefahr, dass die Tiergesundheit darunter leidet, dass man sich eine richtig, richtig krasse Epidemie in den Stall holt, dass Schweine und Geflügel und Rinder aggressive Durchfälle bekommen, dass die Nervenstörungen bekommen. Botulismus ist das Stichwort. Botulismus-Seuchen, Botulismus-Epidemien, die sind inzwischen in Deutschland keine Seltenheit mehr. Es gibt da Diskussionen, die als Tierseuche anzuerkennen oder sonst was, aber das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, Botulismus tritt auf, nicht einfach so aus dem Nichts, das ist jetzt mal ein Zufall gewesen, der Betrieb wurde von Botulismus überfallen. Nein, der kommt ganz typisch. Diese Seuchen, die ganze Betriebe vernichten können. Da wird dann ein Tier nach dem anderen krank, die fressen nicht mehr richtig. Die haben, wie gesagt, Durchfälle und Verdauungsstörungen. Die haben
Nervenlähmungen, die können nicht mehr richtig stehen, die brechen hinten weg, irgendwann liegen sie nur noch und sind tot. Schaum vorm Mund, fertig aus. Gibt es bei Schafen, gibt es bei Rindern, gibt es bei Pferden gerne. Pferde sind relativ empfindlich, wenn man die auf eine Weide stellt, die so fäulnisbelastet ist, wo vielleicht frisch Gülle gedüngt wurde oder die überflutet war nach dem Hochwasser und dann eben stinkt und fault. Das ist für das kann solche Epidemien auslösen. Genau, also es sind immer Fäulniskeime, die sich da, also speziell im Clostridien, die dieses potente Gift, dieses Botulin-Toxin produzieren, und wenn die dominant werden und dominant werden im Boden, dominant werden im Futter, dominant werden dann im Verdauungssystem der Tiere, da wird es interessant, weil im Verdauungssystem siedeln die sich auch an, und wenn da zu viele von denen sind, dann kippt das ganze System. Ein paar ist völlig normal, aber wenn die eben dominant werden, dann fangen sie an, dieses Gift zu produzieren. Und dann ist das wie ein umgelegter Schalter, dann werden die Tiere krank. Und tatsächlich, ich verlinke hier unten mal auch so ein Video über Botulismusseuche in deutschen Rinderbetrieben und so. Nicht nur die Tiere werden krank, sondern die Landwirte, die die Tiere betreuen, werden auch krank, weil sie das jeden Tag einatmen, weil sie mit den Tieren arbeiten. Die kriegen auch genau die gleichen Symptome. Die kriegen Nervenstörungen, Muskelschwäche, Verdauungsstörungen, psychische Probleme und also das ist ein ganz großes Thema. Kann man mit EM tatsächlich in Tierhaltung, die Probleme haben, ist ein langer Prozess, aber kriegt man mit EM und verschiedenen Methoden wie Zeolit, EM, Fütterung und so, Besprühen, Güllebehandlung, kriegt man das wieder in Griff, es sei denn, es ist schon zu weit fortgeschritten. Aber das heißt, auch der Mensch ist dafür anfällig. Wenn wir unsere ganze Nahrungskette mit Fäulnisstoffen anreichern, weil wir den Boden voll in die Fäulnis gebracht haben mit solcher Gülleinjektion, und dann unsere Nahrungskette damit an, unser Getreide, unser Brot, unser Gemüse, die ja alle teilweise damit gedüngt werden mit dieser Gülle, dann hat man plötzlich irgendwelche Krankheitssymptome, von denen man gar nicht ahnte, oder Probleme, von denen man gar nicht ahnte, dass die am Ende damit zu tun haben, dass die Gülle nicht richtig auf dem Acker aus- bzw. injiziert wurde in den Boden, der Boden fault, die Pflanze diese Fäulnisstoffe aufnimmt, diese Fäulnisstoffe uns auf den Teller landen letztendlich und da unsere mikrobielle Qualität, unsere Verdauung zerschießen. Okay, wie gesagt, ist ein Riesenthema, wir werden es heute nur ganz kurz antippen, was das alles bedeutet. Aber man sieht schon, es ist nicht so einfach, wenn die Gülle nicht mehr stinkt, ist das Problem. Also wenn ich die Gülle in Boden initiiere und ich den Gestank sozusagen im Boden halte, dann habe ich mein Problem gelöst. Habe ich nicht. Faulende Gülle ist ein Problem, egal ob es gesprüht und getellert wird oder ob es in Boden kommt. Und es ist wahrscheinlich noch ein größeres Problem, wenn es in Boden kommt, langfristig, als wenn es gesprüht und getellert wird. Beides ist aber eigentlich eine Katastrophe. Man will diese Fäulnisstoffe auch nicht einatmen und als Wolke zweimal jährlich über die Landschaft ziehen haben und über sich selber ziehen haben. Jeder weiß ja, wie das ist, an den Gülle gedüngten Feldern vorbeizufahren. Und das ist eben nicht nur unangenehm, das ist tatsächlich auch krankheitstechnisch relevant. Da kommen eben auch in die Luft, wenn die Gülle abtrocknet, da kommen ein bisschen Staub und kommen diese Keime in die Luft, Clostridien. Die atmen wir ein. Das ist wie eine flächendeckende Impfung der Bevölkerung, der Landschaft, der Städte, der Dörfer mit Güllekeimen, mit Clostridienkeimen und Fäulniskeimen. Also quasi eine Anti-EM-Maßnahme. Ich träume ja davon, dass wir irgendwann mal so weit sind, so überzeugt sind von EM und das verstanden haben, was das für einen positiven Effekt hat, dass man sagt, man bringt EM mit dem Flugzeug aus. Über einer Stadt. Über einem Dorf, über Flächen sowieso, ne? Aber gerade über einer Stadt ist es einfach, dass man einfach mit einem Sprühflugzeug, einem klassischen Agrarflieger, nicht ein Pestizid ausbringt, sondern EM ausbringt. Und dadurch die Mikrobiologie in der ganzen Stadt, dann haben wir eine bessere Luftqualität, weniger Feinstaub zum Beispiel in der Luft, weil die auch das durch elektrische antioxidative Prozesse binden und abbauen. Wir hätten
weniger Giftstoffe wie Schimmelgifte und dergleichen in der Luft. Wir hätten eine allgemein bessere Mikrobiologie, was dann eben dazu führen würde, dass ganz viele Lebensprozesse eben besser verlaufen. Ganz viele Gifte eher abgebaut werden, ganz viele Lebensprozesse besser verlaufen, Wunden besser verheilen, Lungen entlastet werden und so weiter. Also ganz viele positive Effekte, wenn wir EM mal weitflächig versprühen würden, zum Beispiel über einer Stadt wie Berlin, einfach mal jeden Tag eine Agrarflieger rübergehen lassen. Quasi positive Chemtrails. Zu Chemtrails werde ich auch noch mal ein Video machen, aber wahrscheinlich nicht so, wie Sie jetzt denken. Aber das ist sozusagen ein Traum, positiv EM zu sprühen über große Flächen. Was wir mit der Gülle machen, ist genau das Gegenteil. Wir machen ein Anti-EM, ein fäulnis belastetes, extrem stinkendes, fäulnis, mit Fäulniskeim belastetes Produkt, bringen wir flächendeckend aus und dadurch, dass das abtrocknet und vom Wind mitgetragen wird und wir riechen das ja, haben wir also eine flächendeckende Verseuchung zwei-, dreimal im Jahr ganz Deutschlands mit einer Fäulnismikrobiologie. Eigentlich eine Umwelt- und Menschenkatastrophe, die wir uns da erlaubt haben. So, und die Lösung ist nicht, die Gülle in den Boden zu injizieren. Die Fäulnis darf erst gar nicht auftreten. Okay, jetzt habe ich schon wieder so viel geredet, ich wollte doch unter 20 Minuten bleiben. Wir haben 200 Millionen Tonnen Gülle im Jahr in Deutschland. Und der Vorteil von der Gülle ist, für die Landwirte ist einfach eine günstige und einfache Sache, wir kippen einfach alles zusammen. Wir machen keinen Stroh mehr, dann müssen wir den ganzen Stroh nicht ernten und in den Stall fahren und man hat eben eine sehr einfache Arbeitsweise, die Tiere stehen auf Güllekanälen und können entsprechend ohne weitere Arbeitsanfall fließt die Gülle oder wird gepumpt die Gülle ins Güllebecken. Güllebecken sind 500 Kubikmeter groß, 5000 Kubikmeter groß bei richtigen großen Betrieben hier in Ostdeutschland. Die können aus Beton, großen runden Betonbecken sein, aus Stahlbecken, aus Folienteich regelrecht, den man da so großflächig auslegt. Also da gibt es alle Varianten. Und die Handhabung ist für den Landwirt natürlich relativ einfach. Es ist einfacher als Mist. Er muss nicht schieben, er muss da nicht umsetzen, er muss da nichts mit dem Radlader machen oder so. Das läuft einfach, beziehungsweise wird vielleicht mal gepumpt. Und bei der Ausbringung ist es auch relativ simpel, eben das wurde in Gülle, Gülletanker geladen und dann eben ausgetellert und fertig. Aber jetzt wird die Ausbringung eben mit der neuen Düngeverordnung sehr viel teurer. Da reden wir von Millionen Investitionen pro Landwirt, dass die Landwirte gezwungen werden, ein Injektor, also das ist der präferierte Weg, entweder Gülle-Schleppschläuchen, die man hinterherzieht und sofort eine Bodenbearbeitung macht, also oberflächlich ausbringt und sofort dahinter hertellert sozusagen, oder dass man es injiziert in den Boden, die Gülle. Und denkt, man hätte das Problem damit gelöst. Anstatt die Fäulnis gar nicht erst auftreten zu lassen und damit die Ammoniakverluste und die aggressiven Schwefelwasserstoffgase gar nicht erst auftreten zu lassen. Anstattdessen geht man hin und versteckt das Problem im Boden, wo es einen aber ganz böse Monate und Jahre später beißen wird, wenn die Mikrobiologie in Deutschland quasi im Boden flächendeckend in die Fäulnis kippt und damit unsere Nahrungskette verseuchen wird. Okay. Was kann man da jetzt tun? Und ich habe ja schon gesagt, der Weg ist, Gülle prinzipiell Fäulnis zu vermeiden. Ein Weg natürlich wäre, Gülle abzuschaffen und Mist zu machen. Wieder ordentlichen Mist zu machen. Und auch da muss man aufpassen, nicht einfach so, ich hau alles auf den Haufen, sondern man muss Mist pflegen, nach dem Motto, halt ihn feucht und tritt ihn feste, dann gelingt der Mist aufs Beste. Man muss die Zusammensetzung Stroh, Fäkalien richtig hinkriegen, man muss die Feuchtigkeit halten, man muss am besten noch eine gute Mikrobiologie applizieren, zum Beispiel EM mit reinbringen, reiteraktiv in den Mist. Und wenn man es sehr schön machen will und quasi einen Edelmist herstellen will, dann bringt man auch noch etwas Gesteinsmehl und Pflanzenkohle mit in den Mist. Dann hat man wirklich einen erdig riechenden, fruchtig riechenden Mist,
wo man reinbeißen möchte, das ist immer das Ziel eigentlich, ne? Nicht, dass man reinbeißt, aber dass die Bodenorganismen, die wollen auch kein faules Zeug essen, so wie wir auch nicht. Also das geht mit Mist, okay, aber wir werden nicht die Güllewirtschaft in Deutschland wieder abschaffen und das ist auch gar nicht nötig, denn es gibt sehr, sehr gute Lösungen für Gülle. Und ein wesentlicher Ansatzpunkt ist in der Gülle, die Mikrobiologie eben von der Fäulnis wegzukriegen. Und da gibt es die ganz simplen Varianten, wie ich bringe eben diese Milchsäure-Hefen-Photosynthese-Bakterien-Mischung IM aus, triateraktiv, 0,1 Liter bis 0,5 Liter pro Kubikmeter Gülle. Das macht man möglichst früh schon, möglichst regelmäßig, also nicht, kann man auch ganz kurz vor der Ausbringung machen, aber eigentlich hat man sich dann die Sache schon nicht richtig überlegt. Am besten ist es, wenn der Güllebehälter schon noch leer ist oder wenig drin ist, dass man dann schon mal anfängt, immer regelmäßig kleine Menge M reinzumachen. Und es ist gar nicht nötig, dass man jetzt jedes Mal riesige Menge M reinmacht und es wird da gesprochen oftmals von 1 Liter EM pro Kubikmeter und mehr, dass man das mehrfach anwendet. Das ist nicht meine Erfahrung. Meine Erfahrung ist, kleine Mengen öfter einbringen, jede Woche am besten ein bisschen EM einbringen, sodass man am Ende der Saison auf 0,1 bis 0,5 Liter EM triateraktiv je Kubikmeter kommt. Das wäre schon so eine Maßnahme, die verhindert, dass es die ganze Lagerungszeit über in die Fäulnis kippt, dass wir die Fäulnisbakterien quasi unterdrücken, indem wir positive Mikroorganismen reinbringen, Milchsäurebakterien, die trotz der schwierigen Mischung der zu feuchten, zu viel Flüssigkeit, zu viel Wasser, aber auch zu viel Stickstoff, zu wenig Kohlenstoffmischung, trotz dieser Probleme der Gülle ist gewährleisten können, wenn wir eben immer dranbleiben, dass es nicht umkippt, dass es nicht fault, wenn wir da regelmäßig EM reinmachen. EM wird sehr, sehr, sehr unterstützt, wenn man zusätzlich noch ein Substrat reinbringt, was eine große Oberfläche hat. Große, negativ geladene Oberfläche. Und das ist zum Beispiel Gesteinsmehl, das ist die günstigste Variante. Basaltgesteinsmehl, Diabasgesteinsmehl, fein gemahlen, in die Gülle reingepumpt. Man macht Güllerührer an, kommt ein LKW mit 25 Tonnen Basalt- oder Diabasgesteinsmehl, pulverförmig fein, das wird reingeblasen in die Gülle, an den Rührer direkt, dauert eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, dann ist der komplette LKW in der Gülle drin. Und dann kriegt die Gülle richtig so eine cremige Pudding-Konsistenz. Also das, und die Gesteinsmehle, das kann eben Basaltgesteinsmehl sein, Diabasgesteinsmehl sein, man kann es auch mit Zeolit und Gesteinsmehl machen, mit Bentonit machen, ist schwieriger. Zeolit, aber geht auf jeden Fall auch. Zeolit ist deutlich wirksamer, da braucht man nicht ganz so viel. Aber da reden wir von 5 bis 30 Kilogramm Gesteinsmehl je Kubikmeter. Also das ist eine richtige Menge. Pro Kubikmeter Gülle 5 bis 30 Kilogramm Gesteinsmehl, desto mehr, desto besser. Also wenn man eben diesen ganzen, wenn man 1000 Kubikmeter Güllebehälter hat und 25 Kilogramm Gesteinsmehl da rein jagt, bei Rindergülle macht man bis zu 30, 35 Kilogramm, bei Schweinegülle macht man 20 bis maximal 25 Kilogramm Kubikmeter, Kilogramm Gesteinsmehl pro Kubikmeter Gülle. Das ist das, was die tragen können, dass es nicht absinkt, dass es in der Schwebe bleibt. Dann binden wir den Stickstoff direkt, den Ammoniak. Wir haben eine große Oberfläche, die den Ammoniak erstmal bindet, sodass er gar nicht ausgast, den Schwefelwasserstoff bindet. Und diese große Oberfläche regt ganz, ganz enorm die Mikrobiologie an. Durch die große Oberfläche, darauf können sich diese Milchsäurebakterien und so weiter dann eben festsetzen und arbeiten. Und das verbessert auch ganz doll die Mikrobiologie, verhindert die Fäulnisprozesse. Also ein Substrat reinbringen, was eine große Oberfläche hat. Gesteinsmehl ist der Klassiker, machen sie in Süddeutschland viel. Da gibt es ganze Steinbrüche, die nur dafür arbeiten, dass sie Gesteinsmehl für die Landwirtschaft bereitstellen, dass sie die Gülle behandeln. Chiemgau, ne, Österreich. Aber ein zweiter Thema ist auf jeden Fall neu dazugekommen seit ein paar Jahren, Pflanzenkohle. Holzkohle, Pflanzenkohle, also feine, staubförmig feine Pflanzenkohle unter 6 mm typischerweise, ne, aber da ist dann ein hoher Staubanteil dabei. Da sind dann auch mal kleine Stückchen dabei, aber also so 6 mm, 5 mm Stückchen, aber im Wesentlichen sind das dann staubfeine Anteile und die in die Gülle einrühren. Da muss man nicht so vorsichtig sein, weil die setzen sich nicht ab. Man muss die gut verrühren, dass die sich nicht. Die schwimmen ja eher oben. Und die
bringt man ein? Ja, da ist es eine Kostenfrage, weil die sind richtig, kosten richtig Geld. Ne, eine Tonne Pflanzenkohle, je nach Menge, die man abnimmt, ganzer LKW oder mal ein, zwei Tonnen oder was. Aber da bei einer Tonne Pflanzenkohle liegen wir bei 1000 Euro bis, wenn man es günstig kriegt, vielleicht 600, 700 Euro pro Tonne. Dementsprechend pro Kilogramm also 60 Cent bis 1 Euro. Und da eben brauchen wir 4 Kilogramm Pflanzenkohle pro Kubikmeter Gülle. Ist schon ein guter Wert. Man kann immer mehr machen, aber 4 Kilogramm Pflanzenkohle pro Kubikmeter Gülle ist ein guter Wert. Man kann auch Pflanzenkohle und Gesteinsmehl kombinieren. So, da gibt's viele Möglichkeiten. Aber ein Substrat reinbringen, was eine große Oberfläche hat, was dann auf dem Acker natürlich nochmal positiv wirkt. Man macht quasi eine Therapreta-Gülle, wenn man Pflanzenkohle mit in die Gülle bringt. Die Gülle wird sofort perfekt positiv besiedelt mit Mikroorganismen. Die Gülle wird gesättigt mit Stickstoff, die Pflanzenkohle, die Holzkohle wird gesättigt mit Stickstoff. Das ist gut, weil das muss sowieso passieren, ne? Damit die in den Boden aktiv werden kann und den Pflanzen Nährstoffe bieten kann, muss sie erstmal gesättigt werden mit Nährstoffen, mit Stickstoff. Das ist genau das, was die Gülle zu viel hat. Dementsprechend lösen wir das Problem der Belebung der Pflanzenkohle damit und wir lösen unser Gülleproblem, dass wir die Fäulnis verhindern und der Ammoniak verloren geht. Und das in Größenordnung. Also mit solcher Behandlung, es ist schwierig abzuschätzen, weil es ganz schwer zu testen, wie viel Ammoniakgas denn nur aus der Gülle. Am einfachsten wäre es wahrscheinlich noch, man macht so eine Anfangsanalyse in der Güllelagerung. Wie sieht denn die Gülle aus? Keine Ahnung, wenn sie frisch ins Güllelager kommt, macht eine Analyse und dann guckt man kurz vor der Ausbringung nochmal, wie sieht denn die Gülle jetzt aus, wie viel Stickstoff hat sie, wie viel. Und dann kann man eigentlich abschätzen, wie viel es bringt, wenn man das mit EM behandelt hat, regelmäßig ein halbes Jahr lang, bevor der Ausbringung und mit anderen Methoden, dass es eben dieses Stickstoff nicht verliert. Aber auch wieder schwierig, weil diese ganzen Bodenanalysen den Stickstoff nicht ordentlich erfassen, nicht den Gesamtstickstoff. Ganz schwierig erfassen, wenn der Stickstoff in Aminosäuren gebunden ist, was das ist, was EM tut. Er bindet ihn in organischer Substanz, er lagert ihn an die Holzkohle, dann ist er analytisch kaum noch wahrzunehmen. Also es ist schwierig nachzuweisen, dass das funktioniert. Aber was Sie sofort merken als Landwirt oder als Beobachter oder als Anwohner, es stinkt nicht mehr. Sie können die Gülle ausbringen und die Wäsche hängen lassen, wenn Sie die mit EM und Gesteinsmittel und Pflanzenkohle behandelt haben. Die ist so geruchsarm, dass sie das in der Stadt oder im benachbarten Dorf oder auf der Straße, wenn sie vorbeifahren, nicht mitkriegen, hat der Landwirt heute Gülle ausgebracht. Sie machen nicht die Lüftungsschlitze von ihrem Auto zu und sie können die Wäsche tatsächlich hängen lassen, wenn er vorbeifährt. Normalerweise sagt die Hausfrau ja, scheiße, ich habe heute die Wäsche rausgehängt, der Bauer fährt Gülle, ich kann die Wäsche nochmal waschen, die stinkt jetzt. Nicht, wenn das ein EM-Bauer ist. Ein EM-Bauer, der vielleicht die EM seinen Tieren füttert und auch guckt, dass er seine Gülle noch ein bisschen behandelt, da ist die Gülle und das ist das Ziel und das ist erreichbar ohne Klimmzüge, es kostet halt Input, ist geruchlos. Da geht nichts verloren. Das riecht man, das ist der persönliche Eindruck. Aber den in wissenschaftliche Forschung zu übertragen, ist sehr, sehr schwer, weil versuchen Sie mal über Monate diesen Ammoniak-Ausgasung zu testen und bei der Ausbringung auf dem Acker diese Ammoniak-Ausgasung zu testen oder der Schwefelwasserstoff-Ausgasung. Ja, deswegen läuft das unter wissenschaftlich nicht anerkannt, obwohl jeder das jeden Tag testen kann und sich vor einem Güllebehälter von einem Bauer stellen kann, der das mit EM behandelt. Und wir haben ja auch ein Güllebehandlungssystem, noch extra außerdem, dass wir empfehlen, Gülle mit EM und Pflanzenkohle und Gesteinsmehl zu behandeln. Da werde ich noch mal ein andermal länger drüber reden, aber das ist dieser seltsame Pilz, der hier steht. Das ist ein System, dauert länger, das zu erklären, warum das funktioniert, wie das funktioniert. Tatsache ist, wir wissen auch nicht genau, warum es genau funktioniert. Aber so ein Ding hier ein bisschen größer, 35 Kilo schwer mit eben Granitplatten und Magnetitkernen und baut ein elektrisches Feld auf. Das hängen wir mitten in die Gülle. Es ist wie eine Batterie, das braucht keinen Anschluss. Wir hängen es einfach mitten in die Gülle an einen Schwimmer, sodass er Sonne kriegt von oben. Dann können wir das in einen Güllebehälter hängen, der bis zu 5000 Kubikmeter groß ist.
Und also ein riesen Ding. Ne, normaler Güllebehälter, hier ein Bauer mit 100 Kühen, der hat seinen 1000 Kubikmeter Güllebehälter. Die 5000 Kubikmeter Güllebehälter, die sind schon in Betrieben, wo die 500 Kühe oder 1000 Kühe oder eben entsprechende Mengen Schweine haben. Aber das ist hier in Ostdeutschland oftmals die Realität. Deswegen haben wir viele Kunden, Großbetriebe in Ostdeutschland, die damit arbeiten. Also so ein Ding in den Güllebehälter gehängt, bis 5000 Kubikmeter groß. Und der hängt, bleibt dann das ganze Jahr drin hängen und macht die ganze Zeit ein schwaches elektrisches Feld. Das ist praktisch nicht messbar, es ist so schwach, aber es transportiert eine bestimmte Information und die Mikroorganismen reagieren auf diese Information. Wenn wir das Ding reinhängen in die Gülle, dann fängt das nach ein paar Tagen an zu blubbern. Es kommen Blasen hoch, es kommt Schlamm hoch, es kommt die Schwimmdecke löst sich auf, es stinkt nicht mehr, es kann richtig Schaum und blubbern und hochkommen. Das ist eine starke mikrobielle Aktivität, die wir da anschieben. Aber nicht, dass es stinkt dann, weil das Gas, das da hochkommt, ist nicht mehr Ammoniak und Schwefelwasserstoff, sondern es ist das, was bei der Fermentation entsteht, wie bei Sauerteig auch oder so. Es ist Kohlendioxid, was da ein bisschen ausgast und diese Aktivität sichtbar macht. Und ja, die Gülle ist leichter zu pumpen, leichter auszubringen. Sie ist homogener oder ist homogen. Man muss praktisch nicht mehr rühren. Und man hat die Gerüche nicht. Ne? Mein Mitarbeiter, der Moses, der das hier betreut bei unseren Betrieben, die werden einmal im Jahr diese Geräte wartet. Er sieht sofort, wenn ein Güllebehälter funktioniert oder nicht, wenn der Güllejet seine Arbeit getan hat. Manchmal nehmen die Bauern die eben raus und legen die beiseite, weil sie nicht verstehen, was der machen soll. Oder er geht irgendwie unter oder so. Und der merkt sofort, wenn er dahin fährt, hat es funktioniert oder nicht, an der Gülleoberfläche und vor allen Dingen, wenn der Güllebehälter gut funktioniert hat, dann kann man daneben sein Frühstücksbrot essen, ohne dass es einem hochkommt. Dann ist es da praktisch geruchlos und man hat dementsprechend nicht die fäulenden Stoffe in der Gülle. Die Gülle ist nicht mehr aggressiv. Also der erste Punkt ist, der ganze Stall, die ganze Gülle riecht nicht mehr. Der zweite Punkt ist, wir können es leichter pumpen, leichter ausbringen, sparen die Landwirte auch ganz viel Geld. Es verbrennt die Pflanzen nicht mehr. Normalerweise Gülle hat ein ganz großes Problem, wenn es frisch auf grüne Pflanzen kommt, dass es die Pflanzen verbrennt und so Krusten auf der Pflanze bildet. Und dann, das macht EM-Gülle nicht und auch mit Graviton, so heißt dieses Ding, Graviton-Jet behandelte Gülle nicht. Die perlt ab, die verrottet schnell, wird schnell pflanzenverfügbar und hat nicht mehr diese aggressive Qualität, weil der Ammoniak nicht mehr in den Mengen frei wird. Ne? Das ist dieser aggressive Ammoniak, der das verbrennt. Ammonium, was da eben gelöst ist in der Gülle, das ist weniger und neutralisiert und dadurch haben wir entsprechend nicht diese aggressiven. So, das ist also schon mal für die Kultur gut. Die Nährstoffe werden besser aufgenommen, besser umgesetzt. Wir haben weniger Verluste und weniger Pflanzenschäden. Und dann eben langfristig durch die bessere Mikrobiologie haben wir keine Fäulnisprobleme, die wir uns in den Betrieb holen. Bessere Pflanzengesundheit, bessere Tiergesundheit und dann tendenziell höhere Ernten. Genau. Okay, also das ist die positive Wirkung von mikrobiell behandelte Gülle, mikrobielle Gülleveredelung, nennt der Journalist Martin Weitzel das, der diese Petition in Gang gerufen hat. Und da gibt es ganz viele Anbieter. Also es ist nicht so, dass EM jetzt die einzigen sind oder Graviton. Das hat sogar Plocher gemacht mit Systemen. Da gibt es alle möglichen Pülverchen, die einige mehr oder besser, weniger gut funktionieren, aber im Wesentlichen alle eigentlich im richtigen Wirkungsweg gehen, alle schon ganz gut funktionieren. Und eben die Möglichkeit mit Gesteinsmehl, die Möglichkeit mit Pflanzenkohle, die Möglichkeit mit verschiedenen Mikroorganismenlösungen, wobei EM sicherlich die prominenteste ist, die da am günstigsten und am stärksten funktioniert. Aber also es gibt ganz viele Anbieter, die diese Lösung anbieten. Es gibt schon viele Landwirte, die das verwenden. Das Problem ist, dass der Landwirt selber kaum eine Sensibilität dafür hat, wie seine Gülle riecht. Und es wird ihm ja auch von den Behörden nicht honoriert. Die sagen trotzdem, du musst dir für 1 Million jetzt einen Gülleinjektor kaufen, so ein Gerät. Und dann sagt er, dann habe ich kein Geld mehr, mal 10.000 im Jahr für die Güllebehandlung mit DM und Graviton und sonst was auszugeben.
Jetzt habe ich mir ja schon so ein teures Gerät gekauft. Die Landtechnikindustrie hat sich gefreut über das neue Gesetz. Das bringt wieder richtig Umsatz. Und am Ende werden sich die Tierärzte und die Spezialisten auch freuen, weil sie dann mehr Krankheiten im Stall haben werden. Aber ja, die Lösung des Problems der Gülle wäre, die Fäulnis von Anfang an zu vermeiden mit den entsprechenden Systemen, die zur Vielfalt zur Verfügung stehen. Und ja, wenn Sie genau wissen wollen, wie das funktioniert, fragen Sie uns. Ich finde das Thema Gülle spannend. Kann ich mich jeden Tag mit beschäftigen. Ich werde es hier noch ein paar Mal ansprechen und durchdiskutieren. Und es ist richtig im Herzen dieser mikrobiellen Beeinflussung, die wir mit DM vornehmen, ist die Frage Fäulnis oder Fermentation. Fäulnis oder Milchsäurefermentation, Hefefermentation. Und da steht die Gülle ganz zentral. Wenn wir die in den Griff kriegen, deutschlandweit, dann haben wir so viel geschafft für die Menschen und die Tiergesundheit und die Umwelt und den Humus, dass ich da also ganz, ganz optimistisch bin, dass wir das in Angriff nehmen werden und solche Petitionen wie von Martin Weitzel, die das zumindest noch eine Lücke im Gesetz offen lassen, damit man sagen kann, nicht nur es muss unbedingt in die Boden injiziert werden, sondern auch eine mikrobielle Veredelung ist in der Lage, die Voraussetzung zu erfüllen, dass Gülle ausgebracht werden darf. Dann steht die Tür noch offen, dass wir dieses Problem deutschlandweit lösen können. Herzlichen Dank, bis nächste Woche.